Hallo und willkommen zum sechsten Kapitel in der Vorlesung Verteilte Systeme. Wir haben jetzt die Client-Server-Systeme hinter uns gelassen. Wir haben auch die praktischen Deployment-Aspekte hinter uns gelassen, die wir in den vorherigen Kapiteln besprochen haben. Ich möchte jetzt einen zweiten Teil der Vorlesung beginnen, in dem wir uns über Nicht-Client-Server-Systeme und Systemkonzepte unterhalten. Und das fangen wir an mit Peer-to-Peer-Systemen. Peer-to-Peer-System ist Ihnen vielleicht noch ein Begriff aus Pfeiltausch, Börsen oder Programmen. Tatsächlich steckt dahinter eine sehr interessante Technik, die wir schon im Kontext von Memcached gesehen hatten. Nämlich die Idee und das Konzept, einen Key-Value-Speicher zu bauen, den zu verteilen und das über eine Hash-Funktion und Hash-Tabelle zu realisieren. Was ist damit gemeint? Erinnern Sie sich an Memcached. Wie hat dieses Memcached funktioniert? Erinnern wir uns. Wir hatten die Vorstellung, dass wir unter einem bestimmten Key einen bestimmten Wert ablegen konnten. Der Wert konnte beliebig sein, eine Webseite, eine URL. Das ist egal, das braucht uns eigentlich nicht weiter zu interessieren. Der Key konnte eigentlich auch beliebig sein, aber den Key haben wir in einen Hashwert umgerechnet. Und eigentlich ist es nur der Hashwert, um den es hier geht. Ich werde im Folgenden auch Key und Hash des Keys eigentlich synonym benutzen und das nicht mehr sauber voneinander trennen. Es geht immer um den Hashwert des Keys an dieser Stelle. Was haben wir noch gewusst? Wir haben noch gewusst, dass diese einzelnen Server jeweils ebenfalls eine und im Fall des Consistent Hashings typischerweise viele solche Hash-Werte benutzt haben, generiert haben und diese als GUIDs, Global Unique Identifiers, einem Teil des Gesamtraumes, der Gesamtmenge aller GUIDs zugeordnet haben, sodass diese einzelnen GUIDs repräsentativ für Intervalle, Teilintervalle dieser gesamten GUID-Menge waren. Sie erinnern sich, das war dieser Kreis, den wir mit einzelnen Abschnitten versehen haben. Genau. Was haben wir damit gemacht? Wir haben diese Information, welcher Server, welche IP-Adresse hat und so weiter, welcher Server welche GUIDs besitzt und damit für welchen Teil der Menge aller GUIDs zuständig ist. Dieses Wissen haben wir an die Klienten übergeben, die damit wussten, aus der Liste aller Server und für jeden Server die Liste aller seiner GUIDs und dem Key, der ebenfalls ein GUID ist, aus diesem Wissen konnte der Klient herausfinden durch eine einfache Suche, durch eine einfache binäre Suche, welchen Server er ansprechen musste, um den Value dort abzulegen oder abzufragen. Okay? Das ist eigentlich nicht schwer, das ist eigentlich ein einfaches Schema. Es hatte noch diese schönen Eigenschaften des Consistent Hashings, dass wir nur wenig hin und her kopieren müssen bei Veränderungen unserer Teilmenge an unserer Serverzahl. Aber es skaliert nicht gut. Und das ist einmal die Menge des Zustandes, die ich in den Klienten halten muss, also die schiere Datenmenge, die möglicherweise ein Problem werden kann, aber vor allen Dingen die Aktualisierung dieser Datenmenge in allen Klienten kann zum Problem werden. Insbesondere, wenn wir vorstellen, über ein System nachzudenken, bei dem Hunderttausende von Servern und Hunderttausende von Klienten im Peer-to-Peer-Sinne, vielleicht sogar beides gleichzeitig dann tun, Hunderttausende von Teilnehmern sich immer wieder kommen und gehen, dann ist das kein geeignetes Schema. Dann müsste ich ja diese Menge dieser GUIDs, diese GUID-Listen für alle Server bei allen Klienten stets aktuell halten. Sie ahnen, dass das funktioniert schön in einem kleinen überschaubaren System wie Memcached, bei dem Sie ein paar Server für ein paar Cache-Server für ein paar Web-Server arbeiten lassen. Aber das könnten Sie nicht auf das gesamte Internet ausrollen, damit Sie dort Betriebssystem-Images miteinander tauschen können. Okay, also dazu brauchen wir eine bessere Idee. Also die Frage ist, ich hätte gern einen solchen Key-Value-Store, ohne dass ich dazu eine explizite Liste aller Server in jedem Klienten kennen muss. Ich möchte nicht mal, dass jeder Server eine explizite Liste aller seiner Kollegen kennen muss. Ich möchte eine ganz kleine Teilmenge eigentlich nur kennen, aber doch effizient suchen. Also, wie können wir einen solchen Key-Value-Store bauen, ohne explizite Listen in Klienten und oder in Servern zu halten? Was ist die kleinste Menge an Informationen über Server, die man noch braucht, um doch noch vernünftiges
Verhalten zu erzielen, um ein Distributed Hash Table zu bauen. Es ist funktional gesehen immer noch eine Hash Table, die ich verteile, aber ich möchte mir möglichst wenig Zustand über die Kollegen merken müssen. Das sollte besser skalieren, ich brauche weniger Zustand in meinen Klienten oder in meinen Servern. Es sollte auch robuster sein. Es ist nicht so schlimm, wenn ein einzelner Server ausfällt, wenn der sowieso nur relativ wenig über seine Kollegen weiß. Andererseits bezahle ich vermutlich einen Preis dafür. Wenn ich nicht in jedem Client oder Server das gesamte Wissen habe, wo ein bestimmter Key einsortiert werden soll, dann kann ich auch nicht realistischerweise davon ausgehen, dass ich unmittelbar immer sofort beim ersten Versuch den richtigen Server finden werde. Ich werde mich durchfragen müssen. Also ich werde höheren Overhead bezahlen, um einen Key auf den richtigen Server abzubilden, aber dieser Overhead sollte nicht zu groß sein. Anders formuliert, ich tausche Speicher- und Aktualisierungs-Overhead für die Zustandsinformation gegen Such-Overhead. Und können wir diesen Abtausch positiv gestalten? Können wir das so hinbekommen, dass wir mit dem Ergebnis glücklich sind? Das ist die Frage dabei. Ja, und natürlich Key-Value-Store, wie gesagt, es ist egal, was ich in diese Values einspeichere. Zum Beispiel können Sie die gleichen Ideen benutzen, um Lastbalancierung zu betreiben, um nach irgendeinem Value den richtigen geeigneten Server für etwas zu finden. Das ist ein sehr flexibel einsetzbares Konzept. Also, die Struktur, die ich mir vorstelle, ist folgende. Meine verteilte Hash-Tabelle sollte einen solchen Key-Value-Store realisieren. Meine Keys sind Global Unique Identifier, 128, 256 Bits, irgendwie ein Hash-Wert, basierend auf dem, wie ich die Keys gestalte, ist eigentlich egal. Zum Beispiel könnte ich den Value selbst nehmen und als Hash einen Hash davon benutzen. Da habe ich große Freiheitsgrade, was ich da tue. Der Value selbst, wie gesagt, ist mir völlig egal, wie der aussieht. Beliebige Daten, URLs, Dateien, Filme, was auch immer. Nicht mein Problem. Die Teilnehmer sind ebenfalls über GUIDs identifiziert. Natürlich haben die auch eine IP-Adresse und eine Portnummer, klar. Aber ich werde auch die gleiche Idee benutzen, die wir im Consistent Hashing hatten. Ich werde einem einzelnen teilnehmenden Knoten mehrere, viele GUIDs zuordnen. Das klammern wir gedanklich noch ein kleines bisschen aus, das schieben wir etwas nach hinten, aber behalten Sie diese Idee des Consistent Hashings hier im Hinterkopf. Im Moment fangen wir erstmal nur an zu sagen, ein Server, ein Grid. Und dann machen wir wieder das gleiche Argument wie bei Consistent Hashing auch. Wir sagen wieder, ein Knoten ist beruhend auf seiner oder seinen Grids zuständig, einen Teil dieses Keyspaces abzudecken und die entsprechenden Key-Value-Paare, die in diesen Teil des Keyspaces fallen, abzulegen. Wie Sie diese Zuständigkeit bestimmen, was es bedeutet, ich bin zuständig für, und was die Intuition, die Analogie dahinter ist, das ist ein wesentlicher Unterscheidungspunkt zwischen verschiedenen Distributed Hash Tables. Wir werden uns später mit CORD und Plexton Routing bzw. Pastry ein paar Beispiele anschauen, bei denen das noch relativ ähnlich ist. Wir werden vielleicht in Hausaufgaben ganz anders strukturierte DHTs uns noch anschauen, die auch diese Ringvorstellung aufgeben, die eher in der Ebene denken. Also es gibt viele Möglichkeiten, das hier zu definieren. Aber grundsätzlich ist es immer so, beruhend auf Ihren eigenen GUIDs und den GUIDs Ihrer Serverkollegen sind Sie zuständig für bestimmte Teile des Keyspaces. Und was wir jetzt später zusätzlich noch hinzufügen werden, was wir bei dem Cache-System Memcache, die nicht gemacht haben, wir werden noch für Redundanz sorgen. Redundanz heißt hier, ich werde einen Key-Value-Paar an mehreren Servern speichern. Es ist nicht nur ein Cache, es soll ein Store sein, es soll ein Speicher sein, sodass, wenn ein Server ausfällt, ich trotzdem diesen Wert noch behalten möchte. Das heißt, ich werde ein Key-Value-Paar bei mehreren Servern abbilden. Und wie mache ich das, sodass ich das hier konsistent halten kann mit der vorherigen Beschreibung? Die einfache Idee ist, ich sage, diese Subsets des Keyspaces, diese Teilmengen des Keyspaces, für die ich als Server zuständig bin, diese Teilmengen können sich überlappen mit Subsets
anderer Server. Und dann bin ich für diesen Teil zuständig, ein Kollege ist für diesen Teil zuständig und damit ist das, was in dieser überlappenden Menge hier gespeichert ist, das ist redundant abgelegt. Und wenn wir das hier richtig aufziehen, dann haben wir tatsächlich redundante Speicherung für zweifach, dreifache Redundanz entsprechend vorgesehen. Okay, das ist der Plan, das möchte ich gern. Wie würde ein API für sowas aussehen? Ein API würde für sowas aussehen mit bezogen auf die Daten drei simplen Operationen. Ich kann ein PUT machen, ich kann unter irgendeiner GUID irgendwelche Daten ablegen. Wie immer das dann hier redundant gespeichert wird, wie immer die Daten aussehen mögen, das ist egal. Ich kann ein Remove machen, ich kann alles, was unter einer GUID gespeichert ist, entfernen und ich kann eine GUID nachschlagen und mir den entsprechenden Wert zurückreichen lassen. PUT, GET, REMOVE. Ganz naheliegend. Das sollten Sie auch sonst tun. Es gibt noch ein Management-API. Ich kann einen Knoten hinzufügen, ich kann einen Knoten entfernen. Das ist hier etwas verkürzt aufgeschrieben. Hier würden Sie sicherlich noch Portnummer, IP-Adresse und so weiter dazu schreiben. Aber konzentrieren wir uns hier auf den wesentlichen Punkt. Es werden GUIDs hinzugefügt. Okay? So, und was ich mir jetzt von dem Ganzen verspreche, die Anforderungen, die jetzt hier erfüllt werden sollen, wie gesagt, ich möchte nicht, dass jeder Knoten, jeder Server, jeder Klient eine Liste aller anderen Knoten kennen muss, anders als bei Memcached. Es muss irgendeine kleine Teilmenge ausreichen, um dennoch alle Key-Value-Paare zu finden. Klein, müssen wir uns überlegen, was klein hier heißt, um dennoch alle Key-Value-Paare zu finden und in irgendeinem Sinne, müssen wir uns noch überlegen, was das heißt, schnell. In irgendeinem Sinne schnell zu finden. Okay, das heißt, ich werde jetzt als einzelner Knoten eine gewisse Teilmenge meiner anderen Kollegen kennen. Die kennen wieder andere. Sie sehen, das ist ein Graph. Nicht? Hier entsteht ein Graph, dass ich als Knoten ein paar andere kenne, Kennenbeziehung. Die muss nicht mal symmetrisch sein, aber wir können sie symmetrisch machen. Ich kenne ihn, er kennt andere, der kennt wieder Dritte. Ich habe gerade einen Graph definiert. Dieser Nachbarschaftswissen baut mir einen Graph auf. Und das ist ein anderer Graph als der Netzwerkgraph, der darunter liegt. Nicht? Es ist ein Graph auf der Ebene dieser DHT-Knoten. So, und in diesem Graphen muss ich jetzt wieder ein Routing- und Forwarding-Problem lösen. Also, ich route und forwarde beruhend auf diesen Schlüsseln, beruhend auf diesen Keys. Mit eigentlich einer relativ einfachen Überlegung. Wenn ich, sagen wir, ein GET mache, nehmen wir an, wir wollen ein GET machen, dann habe ich einen Key in der Hand. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann erstmal nachschauen, ob ich als Server selbst für diesen Key zuständig bin. Das muss ich ja wissen, das kann ich ja entscheiden. Ja, und wenn ich zuständig bin, dann bin ich schon fertig. Ne? Dann habe ich ja irgendwo den Value gespeichert, hole ich von Platte oder sonst woher, bin fertig. Nicht? Wenn nicht, ja, was werde ich denn tun? Ich werde jetzt in diesem Graph versuchen, den zuständigen Knoten zu finden. Ich schaue mir meine Nachbarn an und jetzt werde ich sinnvollerweise irgendwie versuchen herauszufinden, beruhend auf dem Key, den ich nachschlagen soll und den Keys, für die meine Nachbarn zuständig sind, welches denn der vielversprechendste Nachbar ist, zu dem ich diese Frage weitergeben sollte. Vielleicht ist es sogar schon der Zuständige. Vielleicht ist es der Knoten, von dem ich glaube, dass er am nächsten an diesem zuständigen Knoten dran ist, sodass ich mit möglichst wenigen Hopsern in diesem Knoten, in diesem Graphen der DHT-Knoten zu meinem Ziel gelange. Also, ich habe ein Forwarding hier gerade definiert. Ich habe das Forwarding dieser Anfrage von DHT-Knoten zu DHT-Knoten definiert, die hier weitergereicht werden sollen. Ist das Request-Forwarding? Das war jetzt für ein GET beschrieben, für ein PUT passiert genau das Gleiche. Ein PUT bedeutet, Sie müssen den zuständigen Knoten finden. Dabei tragen Sie noch die Daten mit, die Sie da abspeichern sollen. Aber es ist genau die gleiche Idee. Nicht? Sind Sie selber zuständig? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, suchen Sie unter Ihren Nachbarn den vielversprechendsten aus. Das ist der Forwarding-Prozess. Und jetzt brauchen Sie natürlich zu dem Forwarding diese Nachbartabellen und diese Informationen über Ihre Nachbarn. Und welche Nachbarn haben Sie eigentlich? Und was wissen Sie über diese Nachbarn? Sie müssen diese Tabelle Ihrer Nachbarn konstruieren. Und das ist Routing. Routing ist immer der Prozess des Konstruierens von solchen Tabellen, um
auf der Grundlage dieser Tabelle ein Forwarding zu ermöglichen. Okay? Also Routing heißt geeignete Nachbarn identifizieren, Informationen mit denen austauschen und damit auch eine Distanz aufbauen. Aus Nachbar und Nachbar der Nachbarn und Nachbar der Nachbarn Nachbarn und so weiter ergibt sich ja eine Distanz, eine Hop-Count-Distanz in diesem Graphen ihrer entsprechenden teilnehmenden Server und damit haben sie einen Distanzbegriff hier definiert. Okay, so diese Distanz hier, vielleicht zeichne ich Ihnen das doch kurz auf. Diese Distanz, von der wir hier gerade reden, ist eine Distanz zwischen Knoten, die in dieser DHT in einer Nachbarschaftsbeziehung stehen. In dieser Distributed Hash Table in einer Nachbarschaftsbeziehung stehen. Der hier Knoten A, B, C, D und E. Das kann man jetzt nicht lesen. Ich schreibe es nochmal oben drüber. A, B, C, D und E. Sodass es hier zum Beispiel eine Distanz von A nach E über 2 Hopser, über 2 Hopser innerhalb dieser Nachbarschaftsbeziehung hier zwischen diesen DHT-Knoten gibt. Aber was heißt denn das? Das heißt jedoch, dass es unten drunter diese Knoten natürlich auch irgendwo reale Knoten im Internet sind. Reale Knoten, virtuelle Maschinen, das spielt keine Rolle. Es gibt hier eine reale Maschine, auf der dieser Prozess des DHTs A läuft. Es gibt hier vielleicht eine reale Maschine, auf der Prozess E läuft. Und es gibt noch eine reale Maschine, auf der Prozess D läuft. Die anderen zeichne ich jetzt der Vereinfachheit halber mal nicht ein. Im Internet kann das jetzt wieder ganz anders aussehen, nicht? Sie haben jetzt hier vielleicht noch Router dazwischen. Wie auch immer Ihre Internet-Topologie jetzt hier aussieht. Warten Sie mal, den Strich möchte ich nicht haben, damit das Beispiel schöner wird. So, was bedeutet das denn jetzt? Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen hier zwar von in Ihrer Topologie hier, gehen Sie ja von A über D nach E in Ihrer Nachbarschaftsbeziehung der DHT-Knoten, aber das bedeutet ja unten drunter, dass Sie von A nach E D erstmal gehen sollen. Dazu müssen Sie diesen Pfad hier nehmen. Gucken Sie mal, da kommen Sie sogar an E vorbei. Ist das nicht lustig? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Hopser. Und dann müssen Sie von D nach E, das sind nochmal 2 Hopser, das heißt, hier gehen Sie wieder zurück. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Nachbarschaftsbeziehung hier unter in diesem logischen Graphen eine andere Nachbarschaftsbeziehung ist als auf der IP-Ebene. Deswegen spricht man hier vom sogenannten Overlay-Routing. Das ist das Overlay-Routing und Forwarding in diesem logischen Graphen im Overlay oder im DHT-Graphen, der nicht notwendigerweise und typischerweise auch überhaupt nicht der gleiche Graph ist, der unten drunter im Internet, im tatsächlichen Internet existiert. Wir routen hier insbesondere nicht in der blauen Struktur nach IP-Adressen, die sind hier nicht weiter relevant. Wir routen nach GUIDs. Das ist ein GUID-Forwarding und Routing. Erst wenn ich hier festgestellt habe, dass ich von A nach D muss, dann kenne ich ja für D die GUID und kann hier entsprechend nachschlagen, welche, also hier als Knoten A, wenn ich weiß, dass ich mit Knoten D reden will, dann kann ich hier die entsprechende IP-Adresse nachschlagen und schicke es dann an die entsprechende IP-Adresse. Okay? Das sind zwei separierte, voneinander unabhängige Routing-Forwarding-Strukturen, die erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Müssen wir im Hinterkopf behalten, dass das so ist. Okay, so, wir machen noch einen Schritt weiter. Wir bauen uns jetzt noch eine DHT-Struktur zusammen, die sich als ganz furchtbar schlecht erweisen wird.
Das ist ein sogenannter Strawman. Wir bauen uns eine Vogelscheuche als DHT zusammen, von der wir sofort sehen werden, dass die ganz miserabel ist und ganz schlecht ist. Die benutzen wir aber, um diese Idee zu attackieren und zu gucken, was wir verbessern müssen. So, es ist aber ein DHT und mein Strawman-DHT funktioniert folgendermaßen. Ich sage, ich habe Knoten, die dieses DHT aufbauen sollen, meinen Server, und jeder hat genau eine GUID und hat genau eine IP-Adresse. Und meine Nachbarschaft strukturiere und konstruiere ich folgendermaßen. Ich als Knoten kenne als Nachbar genau einen Server, und zwar ist es der, der die nächstgrößere GUID hat. Nächstgrößere wieder wie im Kapitel zu Consistent Hashing im Sinne von einmal modulo um den Kreis gelaufen. Ne? Also genau die gleiche Idee. Ich kenne den Knoten, der die nächstgrößere GUID hat. Modulo maximaler GUID. Damit ist meine Routing-Tabelle trivial. Ich habe genau einen Eintrag. Jeder Knoten hat genau einen Eintrag in dieser Struktur. Und das Forwarding ist natürlich auch entsprechend trivial. Die Keys, die ich hier drin brauche, ist entweder, also der Key, den ich suche, ist entweder bei mir lokal vorhanden oder ich schicke es zu meinem Nächsten. Ich muss überhaupt nicht nachdenken, welchen Nachbarn ich auswähle, weil ich ja nur einen habe. Und ob es lokal vorhanden ist, das werde ich ja wohl hoffentlich entscheiden können. Okay. Ja. Wie sieht das aus? Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier 5 Server, einen blauen, roten, grünen, gelben, grauen. Und meine Struktur ist genau so. Server 1 kennt den nächstgrößeren, Server 2 kennt Server 3 und so weiter und so weiter. Und wenn jetzt irgendeiner dieser Server von sich aus eine GUID sucht, naja, sie geben es hier im Kreis weiter. Das können wir auch mit mehr Knoten machen. Und sehen, was entsprechend hier genau das gleiche Modell passiert. Ich habe die hier zufällig einsortiert. Naja, und Sie sehen, dass es hier Stellen gibt mit größeren Abschnitten. Server 6 wäre hier für relativ viele GUIDs zuständig. Server 3 zum Beispiel hätte hier nur einen klitzekleinen Abschnitt zufällig erwischt. Naja, aber das ist so. Von der Struktur her, das ist eine verteilte Hash-Tabelle, gar keine Frage. Der Speicheraufwand ist toll. Der ist konstant, der ist sogar 1. Sie müssen sich eine GUID plus eine IP-Adresse merken, also eine Handvoll Bytes. Aber der Suchaufwand ist natürlich furchtbar, nicht? Im Mittel muss ich, wenn jetzt hier irgendein Knoten, sagen wir mal Knoten 1, irgendeine GUID suchen möchte, den Value, der zu irgendeiner GUID gehört, suchen möchte, also irgendwas zufällig hier aus diesem Ring auswählt, naja, dann wird er im Mittel halbe Distanz laufen müssen und im Mittel wird er die Hälfte seiner Knotenkollegen fragen müssen. Mal mehr, mal weniger, mal muss er ganz außen rum, mal muss er nur hier in die Nähe, aber im Mittel muss er einmal die Hälfte um diesen Kreis rum, also die Hälfte der Knoten fragen. Okay? Also ein halb konstanter Faktor interessiert nicht. Also O von Anzahl der Knoten. Suchschritte. O von Anzahl der Knoten, wenn wir Hunderttausende von Knoten haben, wollen Sie hier wirklich Hunderttausende von Suchschritten machen? Ja, nee, will ich nicht. Das muss schneller gehen. Das muss mit weniger Schritten in diesem Overlay-Graph funktionieren. Und dafür bin ich bereit, mehr Speicher zu investieren. Wie gesagt, das ist der Trade-off. Kürzere Suche, dafür mehr Speicher. Wie kommen wir da hin? Und das schauen wir uns jetzt dann im nächsten Video an, indem wir uns Cord bzw. Plexton Routing nochmal genauer anschauen. Erstmal soweit, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.